Also es sind noch nicht mal 3.500. Das lasse ich hier. Das wäre tatsächlich, ja, das könnten wir zwar wegbringen und dann haben wir das Geld zwar, aber da können wir lieber warten, bis es ein bisschen mehr wird und bringe es dann weg. Ich fahre jetzt mal zum Händler und hole die, die Sachen, die ich holen wollte, beziehungsweise den Anhänger kann ich mal hier stehen lassen. Beziehungsweise, ja genau, na. Ich werde mal die Sachen einkaufen, die ich jetzt für die Felder brauche, sprich den Packer und die Sämaschine, Düngerstreuer, sowas alles. Das können wir mal einkaufen und dann zum Hof bringen. Ist das da drüben auch nochmal ein Hof? Ja, ne? Ja, stimmt, da sind die Schweine, da sind die Schweinestallungen. Das wäre halt auch nochmal was, wo wir gucken müssten oder schauen sollten, dass wir da ein bisschen was, also Tiere müssten wir uns auch zulegen. Tiere sind immer, sind sehr, sehr lukrativ, wenn man sie gut versorgt bekommt. So, einmal einkaufen bitte. Und zwar wollte ich gerne eine Sämaschine. Dann nehmen wir die kleine. Die kaufen wir. Das ist meins. Ich muss tatsächlich auch Big Packs noch kaufen, ne? Ein Grubber, da wollte ich den kleinen Packer nehmen. Und dann machen wir einen Frontanbau. Ja. Und ich brauche noch einen Düngerstreuer. Und zwar nehme ich da auch den kleinen. Sehr cool. So, und wir brauchen auch noch Big Packs. Mindestens 2 von jeder Sorte. Damit wir das auffüllen können. Okay. Genau, ein bisschen Dünger. Der muss auch noch her, ansonsten bringt das alles nichts. Und zwei Big Packs sind ganz schnell aufgebraucht. So, das, was ich jetzt natürlich nur machen kann, also ist mir auch klar. Ich kann halt momentan nur. Zack. Ich kann momentan halt nur so Raps, Gerste und Weizen anbauen. Mehr geht halt nicht, ne? So, mit dem Kredit, den ich jetzt noch kriegen kann, die 50.000, bin ich auf 60.000, das reicht nicht. Ich brauch mindestens 70, wenn nicht sogar 75.000 insgesamt für alles, was da so, was ich so alles haben möchte. So, einmal auffüllen. Sind ja in so einem Big Pack, alles klar. Denn bleibt auf jeden Fall noch was stehen. Die kann ich auch da stehen lassen, habe ich mit dem Händler abgesprochen, die Big Packs. Es wäre zwar schöner, wenn ich sie ein bisschen an die Seite gestellt kriegen könnte, aber da muss ich nachher nochmal gucken, ob ich das irgendwie eintüten kann. Ich muss jetzt auch mal gucken, wo ich die Maschine überhaupt hinstelle. Beziehungsweise die Geräte. Wo wir die gleich hinstellen können auf dem Hof. Aber ich finde, das ist ein cooles Gespann mit dem Packer vorne dran oder mit dem Grubber vorne dran. Und hinten gleich die Sämaschine. Das ist gut gemacht. Aber wir müssen aufpassen, dass die Arbeitsbereiten gleich sind, ne? Ah, vielleicht habe ich mich da ein bisschen vertan. Vielleicht habe ich da ein kleines Problem, dass ich. Ne, der hat 3 Meter und die Sämaschine hat auch nur 3 Meter. Das heißt, das dürfte keine Probleme geben. Ja, alles klar. Beide 3 Meter Arbeitsbreite. So, wo packe ich das denn hin? Ich habe. Hier ist so ein bisschen Platz, wobei das ist eher so eine Durchfahrt. Hier ist halt ein bisschen Platz, ne? Ein bisschen mehr Platz. Hier können wir halt gut Sachen hinstellen. Gerade solche wartungsintensiven Geräte wie ein Grubber und eine Sämaschine stehen hier ganz gut, glaube ich. Gleich in der Werkstatt direkt. Das ist ganz cool. So. Müssen wir gleich noch den. Was haben wir jetzt noch stehen? Ach, den Dünger, ne? Den Düngerstreuer habe ich da noch stehen drüben beim Händler. Den müssen wir dann auch mal herholen. So, einmal absenken. Zack. Sehr schön. Dann, wie gesagt, den Düngerstreuer jetzt noch dazu geholt. Und dann geht das. Dann haben wir alles hier. Oh, der Gullideckel sah gerade eben gut aus, ne? Fiel mir gerade mal so auf. Oh ja, guck, der sieht auch gut aus. Bisschen angerostet.
So. Den einmal vollknallen. Da haben wir ja Gott sei Dank auch schon alles hier. Ah, das ist gut. Jetzt haben wir wenigstens schon mal das Equipment. Und es gehört mir auch. Was ich mindestens brauche, um meine Felder zu bearbeiten. Also, das finde ich schon sehr, sehr positiv. Zack, alles klar, das reicht. Schön wäre es natürlich noch, wenn man noch einen Frontlader hätte. Und ich habe, glaube ich, Frontlader-Anbau habe ich am Steuer da. Ne? Ich glaube, ja, ich kann einen Frontlader anbauen. Das habe ich, glaube ich, damals mitgekauft. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Und dann haben wir das nämlich auch gleich schon perfekt. Sehr cool. So, der Ladewagen. Ja, der Ladewagen kostet halt unheimlich viel Geld, ne? Der Ladewagen mit 30.000, der schlägt natürlich richtig hart rein, ne? Und 31.000 für... Und 31.000 für, ne, gar nicht, war 38.000 für das andere Teil, ne? So. Du kannst erstmal stehen bleiben. Du sagst, du bist fertig. Das sieht gut aus. Das freut mich, dass du das sagst. Oh, hier und da ist noch ein bisschen was zu machen, aber das können wir jetzt eigentlich schnell erledigen. Dann mache ich jetzt mal die ganzen Ecken und Kanten, die du sagst, dass du sie fertig hast, mache ich jetzt selber. Aber wir werden andersrum fahren. Ich werde gegen den Uhrzeigersinn fahren. Er ist jetzt ja mit dem Uhrzeigersinn gefahren. Und da sehen wir ja, wie das, welche Auswirkungen das hatte. Und jetzt werden wir die ganzen Ecken hier nochmal sauber abfahren und ja, halt so die Sachen halt so ein bisschen selber in die Hand nehmen, ne? Werden da wahrscheinlich überall nochmal so ein bisschen übers Geflügte auch nochmal rüber gehen müssen. Hier und da, gerade so die Ecken sind ja etwas, was gerne so ein bisschen für Komplikationen sorgt. Hier steht auch noch, hier hat sich auch der, wie heißt es nochmal, die Brennnessel sehr, sehr wacker gehalten. Sind schwer unterzukriegen, diese Brennnessel. Das haben wir jetzt auch weggekriegt, genau. Ich möchte das Feld tatsächlich perfekt geflügt haben. Und da werde ich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle nochmal rübergehen müssen. Aber nichtsdestotrotz wird es danach dann halt perfekt geflügt sein. Und da lege ich auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass es so ist. Oh, guck mal, da drüben kommt auch schon wieder was raus. Können wir auch mal unterflügen. Nee, aber das ist ein Feld, das könnte mal gestriegelt werden, ne? Oder gedüngt oder so. So wie das aussieht, Feld 28. Lassen wir mal gucken, ob wir da gegebenenfalls mal unterstützen können. Aber erstmal machen wir hier das Fältchen fertig. Ach ja, es ist schön. So ein bisschen mal wieder entschleunigen, selber auf dem Traktor sitzen. Die ganzen anderen hektischen Sachen haben wir jetzt ja gerade erledigt. Ne, den Einkauf von den Zusatzgeräten. Das Dreschen ist Gott sei Dank auch durch. Aber wie gesagt, es gibt halt jetzt noch sehr, sehr viel zu tun, ne? Sehr, sehr viel ist noch zu tun. Oh, hier gerade die Ecken sind halt auch... Die müssen halt auch sauber gemacht werden, ne? Das nützt alles nichts. Ich will mal gucken, ob das... Ne, das hat jetzt nicht ganz geholfen. Ich werde jetzt aber auch gleich mal... lass mal gucken, wie wir... Pass mal auf, hier kann ich auf jeden Fall so rüberfahren. Die Ecke da ist noch nicht so extremst wichtig, meiner Meinung nach. Ah, es muss alles... Oh, ich muss hier echt ein bisschen... muss mich eher nach vorne konzentrieren als nach hinten. Und dann... Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil von diesen... Wenn man sie autonom fahren lässt, die Traktoren. Beziehungsweise wenn man seine osteuropäischen Helfer das erledigen lässt. Die sind halt an einigen Stellen nicht so gründlich, ne? Die sind halt an einigen Stellen nicht so gründlich. Und da muss man halt schauen, dass man das selber ein bisschen nacharbeitet. Aber das ist ja nicht schlimm. Lieber das bisschen, was jetzt hier ist, nacharbeiten, als alles selber zu pflügen. Muss man ja auch sagen. Sag mal so, wenn ich das Feld hier selber gepflügt hätte,
Und nicht von, nicht mit der Unterstützung von Sven. Denn, hätten wir wahrscheinlich so 2 Wochen lang nichts anderes gemacht. Also, nehmen wir OOC gesprochen, Let's Play technisch. Welch hätte ich wahrscheinlich 2 Wochen hier auf dem Traktor gesessen. Und, hätte halt das Feld hier geflügt. Ich weiß auch nicht, ob das so viel besser ist. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht noch, wo wir gerade bei OCC sind. Ich bin am überlegen, ob ich noch ein drittes Let's Play aufnehme mit Landwirtschaftssimulator. Aber auch so Art ähnlich wie auf der Amerika-Met mit Cosplay. Aber so ein bisschen normaler gehalten wieder. Nicht extrem, sondern ja, normal anfangen. Aber dafür suche ich noch eine Map. Ich will, wenn denn, noch eine weitere Map dafür haben. Wenn denn, möchte ich noch eine weitere Map dafür haben. Ich weiß aber noch nicht welche. Ich habe mich auch noch nicht auf dem Map-Markt umgeguckt. Ich habe auch immer noch eine Map von einem Viewer, die ich mir auch angucken wollte, wo ich aber noch nicht zugekommen bin. Es tut mir echt leid, dass ich sie noch nicht angeguckt habe und dir noch kein Feedback dazu gegeben habe. Ich bin da einfach noch nicht zugekommen. Es ist halt, ne, hier so aufnehmen und so weiter, ist halt nicht, frisst halt auch Zeit. Und sich nach Mods umzuschauen und so weiter ist jetzt bei mir jetzt keine Sache, die sehr, sehr viel Priorität in meinem Leben oder in meinem derzeitigen Tagesablauf ist. Das Umschauen nach Modifikation hat das Umschauen nach Modifikation einen sehr, sehr geringen Stellenwert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war auch schon vorher, wo ich auf anderen Bauernhöfen war, immer so zweitrangig, was es so an Spezialgerät gibt. Ich bin eigentlich immer mit den normalen Sachen immer sehr, sehr gut klargekommen. Oh. Bisschen abgekommen vom Kurs. Zack. Guck mal, hier vorne können wir wieder rein. Ich habe letztens, habe ich auf YouTube gesehen, ein Video von einem Case Quatschrack, der hat Tiefenflügen gemacht. Der hat irgendwie 60 oder 90 Zentimeter in den Boden reingeflügt. Und der hat auch nur einen Flugschar gehabt. Damit hat er den ganzen Boden aufgeflügt. Das sah richtig, richtig geil aus. Da habe ich das dann auch das erste Mal gesehen, wie man eigentlich richtig mit einem Beetflug arbeitet. Was ist das hier? Na, guck mal, das ist eine Stelle, die nicht angenommen wird, wa? Oder bin ich von der falschen Seite rübergefahren? Das kann auch sein. Probier es hier nochmal. Achso, ich bin anscheinend falsch rübergefahren. Das kann natürlich auch sein. Ich bin da wahrscheinlich falsch rübergefahren. Naja, kann passieren. Muss ja nicht immer alles perfekt sein, ne? Muss ja nicht immer alles perfekt sein, so wie ich das mache. Gleich auf Anhieb. So, aber ein Fleck haben wir da noch und dann würde ich gerne nochmal am Rand entlang fahren. Obwohl der Rand sieht eigentlich auch gut aus, ne? Da ist schon wieder so ein Fleck, der stehen bleibt einfach, ne? Der sich einfach denkt, nö, mich kriegst du nicht. Mal gucken. Tatsächlich nicht, ne? Ich bin aber auch dran vorbeigefahren. Jetzt werde ich nochmal hier vorne einen entlang zimmern. Versuchen auf jeden Fall. So. So. Da kann man mal sehen. Da, jetzt haben wir ihn erwischt. Da kann man mal sehen, wie nicht verbissen, aber wie sehr ich das doch so akkurat wie möglich haben möchte. So akkurat wie möglich. Aber da war ich einfach nur mit dem Flug falsch davor. Ich hätte den Flug einfach nur so ein bisschen anders ransetzen müssen. Das eine Teilchen da wollte unbedingt
wollte unbedingt von der Spitze mitgenommen werden. Unbedingt. Sehr schön. Das passt. Ich will mal gucken, dass wir noch einmal da vorne reinfahren. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich kann mit dem... Wenn ich... Das Vorderrad da drauf habe, auf der Kante, auf der Grenze, dann müsste ich auf jeden Fall hier gut entlang fliegen, ne? Ja, so gerade so. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter rüber. Ich muss eh weiter rüber, weil hier so ein Ausläufer rein ist. Aber ich fahre mal ein bisschen mittig auf der Spur. Ich will nämlich schon ein bisschen was mitflügen, wenn ich jetzt schon zurückfahre. Aber das ist eigentlich so... Ja, ein bisschen nur gucken, dass ich ein bisschen was mitnehme. Das ist cool, dass es... Also irgendwo ist es cool, dass es gleich schon gedüngt wird, ne? Dass es gleich schon eine Düngestufe kriegt. Das finde ich sehr, sehr nice. Oh, guck mal, da vorne müssen wir aber auch ordentlich nochmal einen rüber machen. Ist da in der Mitte auch noch was? Aber das kriegen wir, glaube ich, mit dem Packer dann gedreht. Ja, das drehen wir mit dem Packer nachher. Wobei es natürlich cool ist, wenn man so ein Feld gepflügt hat und da keine rote Stelle mehr ist, ne? Das ist dann immer, das ist immer sehr, sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf diesem Radar, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Was so anzeigt, wie der Stand ist des Feldes. Wie gut man dann darauf gearbeitet hat. So. Zack. Das passt. So, meine Freunde. Das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast.